Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein Likörrezept aus Brombeeren und Aronia-Beeren. Und zwar verwenden wir hierfür die Pressrückstände aus der Sirupherstellung. Falls ihr schon mal Marmelade hergestellt habt, dann kennt ihr das sicher. Man presst die Früchte aus und im Sieb bleiben dann Rückstände zurück, wo man sich fragt, was man damit noch machen könnte. In diesen Pressrückständen steckt nämlich noch eine Menge Aroma und natürlich auch Zucker. Beim Ansatz mit Alkohol lässt sich beides noch herausholen. So kann man eine Obsternte wesentlich besser verwerten und außerdem spart man sich natürlich auch noch Zeit. Falls wir solche Pressrückstände nicht sofort verarbeiten können, frieren wir sie ein, bis uns ein Rezept dazu eingefallen ist. Und heute verwenden wir je 100 Gramm Pressrückstände von Aronia und Brombeeren. Für den Ansatz zerstoßen wir noch eine frische Zimtstange und geben dann alles zusammen in eine Ansatzflasche. Natürlich könnt ihr dieses Rezept auch einfach mit frischen Früchten machen, dann ungefähr die gleiche Menge und dann müsst ihr noch etwas Zucker zusetzen. In unserem Fall befindet sich der Zucker schon in den Pressrückständen, daher müssen wir nicht nochmal extra Zucker dazugeben. Wir befüllen unsere Ansatzflasche etwa zu 70% mit unseren Pressrückständen und füllen dann das Ganze einfach mit Wodka auf. Anschließend lassen wir den Likör mindestens 6 Wochen lang ziehen. Als Ansatzflasche verwenden wir hier eine Flasche mit weitem Hals, ganz ähnlich wie ein Marmeladenglas. So können wir dann am Ende die Früchte wieder ganz leicht aus der Flasche herausbekommen, wenn wir den Likör filtern. Nach der besagten Ziehzeit gießen wir das Ganze dann einfach durch ein Sieb, lassen den Likör nach unten ablaufen und pressen die Rückstände nochmal gründlich aus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.